Jo, willkommen zurück zu Let's Play Zelda Majora's Mask. Und wir machen jetzt mal auf den Weg zu irgendwas, auf jeden Fall zu dem Sumpf. Zum Sumpfschießstand. Ich will aber nicht zum Sumpfschießstand, ich will zum Sumpf allgemein. Und da vorne schon wieder Tinkel. Ich wollte zu Tinkel, du Arsch. Mann! Ja, hast du mir mit deiner scheiß Kalle in die Fresse gehauen? Haha! Danke! Ach egal, lass mir Tinke jetzt einfach mal da oben. Gucken wir mal, wo wir hier lang kommen. Ich hoffe, wir ganz normal zum normalen Sumpfgebiet. Sümpfe des Vergessens. Das ist kein Rauschen, das soll das Wasser sein, ne? Also nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt übelst extrem rauscht. Hallo, Sümpfe des Vergessens. Oh, hier ganz schön viel Zeugs. Was habe ich hier eigentlich noch so? Gar nichts. Hä? Wieso kann ich zwei Sachen? Hände der Zeit. Achso, und die der Befreiung. Hallo. Reden. Danke, dass du vorbeischaust. Du bist nicht von hier, oder? Ich verkaufe Wundererbsen an Dekus, aber eigentlich möchte ich von hier wegziehen. Ich will mein Glück an einem belebteren Ort versuchen. Aber einfach so ein Geschäft eröffnen, dazu braucht man die richtigen Beziehungen. Du weißt, was ich meine? Drücke Start. Ja, ich weiß, aber ich hab's leider nicht. Da hätte ich jetzt nochmal diesen Mond, diese Träne holen müssen und dann nochmal das Papier wegen, ne, dass ich die Geschäfte habe, das müsste ich dann ihm geben und so weiter. Hi. Verflucht, wo ist der bloß? Dieses verwöhnte Bike schwänzt schon wieder die Schule. Ein Kind seines Alters hat gefälligst nicht nach Feen zu suchen. Oh. Willkommen. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Was für ein Bild? Huch, nimmst du zum ersten Mal teil? Das Sumpf-Info-Center veranstaltet gerade einen Fotowettbewerb. Leute aller Altersgruppen dürfen daran teilnehmen. Für hübsche Bilder, die im Sumpf gemacht wurden, erhältst du eine kostenlose Bootsfahrt als Sonderpreis. Hast du Interesse? Vorher musst du aber an einer Bootsfahrt teilnehmen. Fahrkarten erhältst du am Schalter gegenüber. Probier es aus. Hallo? Gummis Bootsfahrt, Büro der Zeit geschlossen. Bitte fragen Sie im Magieladen zur alten Schachtel am Rande des Sumpfes nach. Oh. Okay, machen wir uns auf den Weg. Am Rande des Sumpfes. Was für ein Rand? Bestimmt zum Schießstand müssen wir da bestimmt. Aber woanders können wir hier gar nicht hin. Okay. Ich will mit ihm hier so. So Beyblade. Beyblade. Und kann ich hier jetzt auch zerschneiden? Zack! Nein, Wolf, lass mich in Ruhe. Nein, Wolf, lass mich in Ruhe. Jetzt wirklich in der Fresse? Bam! Entfernieren! Öffnen! Sumpfschießbude, 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Oh Mann! Ey, du doofe Kuh. Zack, zack. Kommst du her, du doofe Wolf? Hier bin ich. Was mit ihm hier? Die kenne ich aus dem ersten Teil. Oh. Was nu? Es verbleiben 55 Stunden und 3 Minuten. Oh, hier ist ausrastet. Es verbleiben 54 Stunden und 55 Sekunden. Oder Minuten. Oder was auch immer das sein soll.
Halt einmal aus, sonst hau ich dir meine rein. Komm her. Bam. Oh, voll daneben. Hopp. Und zack. Komm, greif mich noch an. Ha. Tja. Hotcha. Hatcha. 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 Wuhu. Oh, übelst viel jetzt dazu gekriegt. Gerne hier oben rauf. Hallo, was soll denn das? Jetzt kriegt ihr alle eine Blase gegen den Kopf. Oh fuck. Ah, ich hab sogar getroffen. Kann ich mit dem hier auch hochklettern? Ja, geht sogar. Tap, 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 tap. Oh, da oben ist ein Herzteil. Da will ich hin. Ich will das Herzteil. Wo bist du, du doofes Vieh? Dich krieg ich. Pass mal auf, du. Wo bist du denn? Bam! So, jetzt hol ich mir dieses scheiß Herzteil. Da, 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 da. Ba-ba-ba-ba-da-ba-ba. Hallo. Du hast ein Herzteil gefunden. Du hast bereits zwei Teile eingesammelt. Finde zwei weitere, um deine Energieleiste zu erweitern. Okay. Bats. Oh, ne, jetzt gehen wir nicht auf den Pisser. Das ist ja wohl, ne, unnötig. Hallo, ich bin der Deko-Junge. Lass mich nicht angreifen. Schwöre zum Geschäft. Schon wieder vergessen, den Timer zu starten. Ich dachte, ich hätte ihn gestartet. Ah, das ist doch zum Kotzen. Was ist das? Hey. Nichts Tolles. Anscheinend. Tschau. Gehen wir mal zurück in die Stadt. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Sagen, ich war zu laut, viel zu laut, als ich auf meinem Zimmer übte. Jetzt sind sie böse, seufzt, und ich bin traurig. Jetzt denke ich nur an die Vergangenheit, damit ich nicht an die üble Gegenwart denken muss. Naja, das werde ich tun. Hochverehrtes Publikum, vor langer Zeit war ich Mitglied in einer tierischen Bande mit Hunden und Eseln und so. Wie war es nur möglich, ein Mensch da unter Tieren? Ist er selbst dann auch so eins? Sie waren alle großartig, aber etwas gab es, das hat mich gestört. Warum er? Warum er? Warum nur der Hundekerl? Was war los mit mir? Was ist los mit ihm? Oh, dieser Hund, der war erstaunlich. Er war der beste Bandleader, den man sich vorstellen kann. Er hat immer alle motiviert. Und deshalb habe ich sie gestohlen. Die Maske von dem Hund. Ich war es, der es tat. Ich wollte sie haben, weil es die Maske des Bandleaders war. Aber ich brauche sie nur nicht mehr. Ich gebe sie meinem Gast. Wow, ich habe eine... Cool. Schon haben wir eine Maske gefunden. Diese Maske gehört dem Leader in derischen Bande. Besonders kleine Tiere fühlen sich von ihr angezogen. Der Hund, er war ein guter Lehrer. Seine Schüler erlangten rasch die Reife und wurden zu Erwachsenen. Du hast ein Schuldbekenntnis abgenommen. Cool. Dann wollen wir gleich mal gucken. Mal aufsetzen. Marsch. Ha, nice. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Ich schau dir auf deinen Kopf auf und dann fällst du so um. Du bist gleich so tot, ja, so richtig tot, ey. Schade. Tja, das geht ja auch beim ersten Teil, konnte man, aber auch Ocarina of Time konnte man hier sowas machen. Ba 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 da 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 da
ist nicht so. Und dann kommt er doch raus, ne? Und was musste ich denn machen? Guckt er sich um. Und bevor ich da bin... Ach. Ja, von hier aus treffe ich bestimmt nicht das Dings, ne? Ja. Ne, von hier aus werde ich die Glocke wohl kaum treffen. Ne, das wird nicht. Schade. Aber irgendwie konnte man doch an den ran, an den Typen. Aber wie war das? Ich bin der Fanny Freshmaker und hau euch alle tot. Ich komm mit meinem Schwert und dann seid ihr alle auf dem Boden. Und dann werdet ihr fragen, warum ich das getan hab. Und ich sag einfach, leck mich am Arsch, 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 yeah. Okay, dann würde ich sagen, das war's erstmal mit dem Part. Wir haben eine coole Maske gefunden. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.